Ihrer CD liegt ebenfalls eine DVD bei. Ist das nicht ungewöhnlich? Ja, das ist sicher ungewöhnlich, dass einer CD gleich die DVD mit dem Videoclip beiliegt. Es ist aber auch ungewöhnlich, zu einer Instrumentalmusik einen Videoclip zu machen. Das ist eine längere Geschichte, die muss ich jetzt mal erzählen. Und zwar, als 2005 das Album fertig war und wir es eingespielt hatten, war ja die Fußball-WM 2006 in Deutschland schon in aller Munde. Und plötzlich, klack, war die Idee da. Machen wir doch einen Videoclip. Wir nehmen fußballspielende Kinder, percussionspielende Kinder, tanzende Kinder, Elisabeth Amandi an der Marimba-Banda und die Marimba-Banda bei einer Party mit Freunden und Gästen und schneiden daraus selbst einen Videoclip. Und den haben wir dann Fußballmambo genannt. Und er lief während der Fußball-WM in fast 30 Ländern auf der ganzen Erde. Von Westen in Kalifornien bis im Osten in Japan, von Süden in Südafrika bis in Norden nach Russland. Ja, und das ist doch sicher einzigartig. Und dann dachten wir, den werden wir nicht in die Schublade wieder stecken. Auch die Hörer der CD sollen diesen Videoclip sehen. Und deswegen liegt die DVD der CD bei. Es gibt nun auf dieser DVD drei Musikclips zu demselben Musikstück. Warum eigentlich das? Genügt nicht der Fußballmambo? Das hat auch so seine besondere Bewandtnis. Als der Fußballmambo fertig geschnitten war, war einfach noch sehr, sehr viel schönes Bildmaterial übrig. Und dann sagten wir, machen wir da einen zweiten Videoclip draus, den Mambo Rumba. Und wie der dann fertig geschnitten war, war immer noch viel Bildmaterial übrig. Und so haben wir den dritten Videoclip, Ritmo Mambo, geschnitten. Und nun hat eben der Zuschauer die Qual der Wahl, welcher ihm am besten gefällt. Der Mambo Rumba, der Ritmo Mambo oder der Fußball Mambo. Viel Vergnügen! Die drei Clips basieren auf dem Mambo Rumba. Ist das auch Ihr Hit auf der CD? Ob nun der Mambo Rumba oder ein anderer Titel unserer CD ein Hit ist, das kann ich wirklich nicht sagen. Aber wir haben halt den Mambo Rumba für den Videoclip hergenommen, weil er sehr viel Lebensfreude ausstrahlt, weil er sehr rhythmisch ist und dadurch die Fußballbewegungen am besten darauf passten. Wo kann ich Ihr Album einschließlich DVD kaufen? Das geht am leichtesten und schnellsten über das Internet, über unsere Webseite www.amandi.de. Oder man gibt über verschiedene Suchmaschinen Wörter ein wie die Marimba, Marimba Energia, Elisabeth Amandi oder auch Fußballmambo oder Mambo Rumba oder Ritmo Mambo. Da wird man sicher fündig. Wir sind aber auch bereits mit einem Vertrieb im Gespräch, sodass die CD inklusive DVD auch in ausgewählten Musikläden zu erhalten ist. Und das werden wir auch im Internet bekannt geben, wo man die CD kaufen kann und auch vorher reinhören kann.